bist gestorben. War nur temporär. Mit eurer Hilfe können wir uns befreien. Die Schleife für immer verlassen. Und mit uns. Der 7 wollte den Mac wieder in Betrieb nehmen und wer weiß, ob Paradigma ihn steuern wird. Alles in der Schleife ist weg. Es darf nicht noch eine Welt enden. Wir müssen zu. Das Finale, der letzte Kampf. Das Kollisions-Live-Event. Der fünfte Fortnite Marvel Nullpunktkrieg Comic ist jetzt online und mit dessen Code könnt ihr jetzt einen neuen Ladebildschirm freischalten, der halt die finalen Ereignisse zeigt mit Dr. Doom und vielen anderen wichtigen Charakteren. In diesem Video werden wir zusammenfassen, beziehungsweise ich werde euch die Geschichte liefern, die uns mit diesem Comic gebracht wird. Und die ist wirklich mega, mega nice, denn einer kommt vor, der euch überraschen wird und zum ersten Mal in Fortnite gezeigt wird, der auch eine große Rolle spielt. Also viel Spaß, Freunde, lehnt euch zurück. Zum Beginn des Comics kontaktierte das Fundament das Paradigma auf dem Eismond, um sie darüber zu informieren, dass der IO sich darauf vorbereitete, die Insel zu evakuieren und den Weltenbeender bereitzustellen. Er überließ den 7 strategische Punkte, indem er sich mit alarmierenden Bewegungen auf seine wichtigsten Stellungen zurückzog, was bedeutete, dass ihre Massenvernichtungswaffe vorzeitig fertig wird. Währenddessen bauten die 7 mithilfe der Raketen, dem Wissenschaftler und vom Marvel-Helden eine Basis auf dem Eismond, um den Mecha aufzurüsten, rekrutierte Schleifengänger als Co-Pilotin dorthin zu bringen und dem Paradigma einen neuen Anzug zu geben, der nicht so stark am Eismond litt. Alle anderen machten sich ebenfalls mit neuen Upgrades fertig. Der Wissenschaftler half ihnen dabei und bereitete sie mit Technologie, die den Gesetzen der Physik trotzt, auf den Kampf vor. Wobei das Fundament anmerkte, dass diese Technologie die Nullrealität nicht verlassen darf, wahrscheinlich um zu verhindern, dass diese in die falschen Hände kommt. Shuri lehnte das aus verschiedenen Gründen das Angebot mit neuer Rüstung ab und Jones entschuldigte sich bei ihr, da er sie im wilden Land ghostete, welche nun näher kam, nachdem Spider-Man ihr erzählte, was mit seiner Familie los war. Und in einem kurzen Moment bedankte sich der Orden bei Wolverine, weil sie ihre Schwester seit 80 Jahren nicht mehr so glücklich sah. Und er hat auch nur seine typischen Klamotten beibehalten, mit Wunsch der Imaginierten. Doch als die Imaginierte und Wolverine kurz vor dem Kampf noch ein weiteres Mal verschwanden, um etwas Wichtiges zu besprechen, kam Schlachtenstäbchen an. Ein Schnappschuss von Fischstäbchen und Anführer einer Einheit, die den Auftrag bekam, geheime Informationen des IO über den Weltenbeender zu stehlen. Er war schwer verletzt und brachte die Infos in Form eines Chips und bat den Wissenschaftler darum, ihn zu rächen, wobei er zum Schluss doch noch überlebte. Das hat der Autor bestätigt. Und das war genau der Moment, an dem der Wissenschaftler den Chip mit seiner Ausrüstung analysierte und den 7 erzählte, dass dies eine Nachricht von Jano an Dr. Sloan war. Die besagte, dass ihre Waffe mit dem Codenamen der Weltenbeender früher als erwartet einen kritischen Punkt erreichte und diese Waffe den Nullpunkt selbst integrierte, womit der IO Schöpfungsenergie zum Zerstören nutzte. Achtung, Crew. Die 7 haben eine Nachricht von Jano an Dr. Sloan abgefangen. Scheinbar erreicht das Waffensystem des imaginierten Ordens früher als erwartet einen kritischen Punkt. Wenn wir es jetzt nicht aufhalten, wird alles auf der Insel zerstört. Daraufhin bestätigten sie den Standort der Weltuntergangsmaschine und die Schilde, die die Umgebung schützten, weshalb jeder einem Schildersatzgenerator zugeordnet wurde, die zerstört werden mussten, bevor das Paradigma mit ihrem Mech auf die Insel kommt. Thor und Storm motivierten das Team noch einmal, trotz ihrer Leistung auf dem Eismond, seit Comic Nummer 1, indem sie die Atmosphäre des Monds zum ersten Mal bewohnbar machten. Nun sind wir in den Ereignissen vom Kollision-Live-Event und in einem gigantischen Kampf um den Schildgenerator der 3. IO-Basis. Doch es war nur eine Falle, denn sie erwarteten die 7, wodurch der Widerstand größer als erwartet war und die Insel noch nicht evakuiert wurde. Dann landete der Mecha episch auf der Insel wie im Event, zerstörte ein Luftschiff mit dem Schwert und ging Richtung Collider. Jones und das Fundament zerstörten den letzten Schildgenerator und machten ihre Waffe ungeschützt. Danach gab es ja noch weitere Ereignisse, haben wir im Live-Event gesehen, aber die werden nicht im Comic gezeigt. Wir haben so einen kleinen Zeitsprung. Und bevor der Mech jedoch mit dem Schwert den Weltenbeender zerstören konnte, explodierten seismische Ladungen des IO unter Loot Lake und der Mech fiel runter.
Dort sahen alle die Kristalle oben am Weltenbeender und den Nullpunkt, der mit seiner Energie Richtung Kristalle stieg. Als Iron Man den Turm angreifen wollte, schoss jemand einen Energiestrahl auf ihn, verletzte ihn schwer, was dazu führte, dass er seine Rüstung nicht mehr spürte und diesen jemanden mit Thanos vergleichte. Die Imaginierte fragte Wolverine nach dem Geruch von demjenigen, der Iron Man Zero attackierte, und er beschrieb den großen Kerl, als wäre er nicht nur eine Person, weil er zu weit weg war, um etwas zu riechen unter anderem, und dass diese Personen sich ständig ändern. Das verstand die Imaginierte sofort und alarmierte ihre Schwester, denn Daddy ist da. Dabei sah es schwierig bei Gunnar aus, da die Verteidigung des I.O. nicht stark genug war und Sloan sich bei ihm beschwerte, denn Dr. Doom sollte eigentlich ein ganzes Waffenarsenal von der Burg des Eiskönigs hierher bringen, doch aus dem Nichts flog der Orden durch ihn Richtung Weltenbeende. Das heißt, Dr. Doom wollte nicht nur den Nullsplitter erobern, sondern auch Weltuntergangswaffen vom Eiskönig mitbringen. Als nächstes versuchten die Schwestern mit Wolverine im Gegensatz zu Iron Man Zero keinen Frontalangriff, sondern flogen von unten bis nach oben zur Weltuntergangsmaschine, wo sie schließlich Geno fanden. In seinem schwarz-goldenen Anzug sah der Perfektionist noch ein weiteres Mal in die Augen seiner Töchter und bekämpfte sie. Er sieht meiner Meinung nach wirklich krass aus. Also so ein Design haben wir ja vorher noch nie gesehen. Er sieht komplett anders aus als das, was wir in den Konzeptumfragen von Epic Games gesehen haben. Und das ist sein allererster Auftritt. Kurz davor verriet Dr. Doom sogar den imaginierten Orden, indem er in der vorherigen Nullpunktkammer in der Brücke ein reines Portal zu seiner Realität öffnete und Gunnar mit einem Loch in die Brust in den Tod feuerte. Da er der festen Überzeugung war, dass zwar die Philosophie des I.O. vernünftig war, aber nur er der Gabe gesegnet sei, mit genügend Weisheit, Genie und Entschlossenheit die perfekte Gesellschaft zu schaffen, und zwar eines Tages, weit entfernt von hier. Weiter ging es mit Geno bei der Brücke. Er würgte seine Tochter und Wolverine konnte ihm nichts ausrichten. Aber sie kamen auf die Idee, Geno zur Hölle zu schicken, ich zitiere, weshalb der Orden ihm einen Tritt gab und alle drei ihn nach unten schubsten. Geno hielt sich noch fest, aber die Imaginierte störte seine Flugdüsen, bis sie schließlich das Gerüst zerstörten und die Imaginierte sich überraschenderweise opferte, um Geno in den unkontrollierten Nullpunkt zu bringen. Wolverine unterhielt sich mit dem Orden und hielt sich mit seinen Krallen am Turm fest, das haben wir auch beim Live-Event gesehen, als sie sahen, dass dies bei Geno nicht funktionierte. In der Nähe bekämpften Jones das Fundament und die vier Schleifengänger I.O.-Wachen und Sloan in ihrem Panzer. Hier passierte das gleiche wie in Kollision. Das Paradigma war mit den nötigen Reparaturen des Max fertig und startete ihn neu. Als Jones mit ihrer Entscheidung noch einmal sprach und den Kampf kurzzeitig stoppte, starb Sloan durch den heftigen Schlag des Max. Dieser und noch andere Hinweise deuten darauf hin, dass all diese Ereignisse außerhalb der Schleife stattfinden. Jetzt entschuldigte sich auch das Fundament beim Paradigma, da er sie für eine Verräterin hielt. Der Mac brachte sie immer näher zum Nullpunkt, der sich nun auf Geno fokussierte, was die beste Chance für sie war, ihn zu finden. Als nächstes schossen alle auf den Turm und auf die Kristalle, die für das Ende von allem sorgen würden, während Jones und das Fundament in der Realität von Geno mit fortgeschrittener Technologie ihm und der Imaginierten zusahen, wie sie langsam auf der molekularen Ebene im Universum zerlegt wurden, was durch den unkontrollierten Nullpunkt verursacht wurde. Aber Geno konnte diesen Prozess für sich und seine Tochter verlangsamen. Das scheint eine Taschendimension zu sein, die von Geno ausgesucht wurde oder bestimmt. Geno sprach während seines Todes über den Versuch des Fundaments, seine Pläne zu sabotieren, die nur dazu dienten, jede Realität zu perfektionieren und zu beschützen. Denn das Fundament war laut Geno der Meinung, dass seine Methoden unmoralisch seien und er einen besseren Weg kannte. Doch wenn er nicht recht hatte, dann bedeutete es das Ende von allem. Dieser Ort fliegt laut Geno in ungefähr 15 Sekunden mit ihm zusammen in die Luft, was darauf hindeutet, dass es halt nur eine Taschendimension ist, und er bot ihnen sogar seine dortige nützliche Ausrüstung an. Kurz bevor Geno verschwand, fragte er, wer Jones ist, obwohl er Jahrzehnte für ihn arbeitete. Jones und das Fundament kehrten durch den Nullpunkt zurück, gaben sich eine Fistbump und jetzt verband der Wissenschaftler den Nullpunkt mit dem Bifrost von Asgard, wodurch alle Marvel-Helden in ihre Realität gingen. Die Sieben haben gewonnen, Freunde. Wie seht ihr, der Collider wurde zerstört und die Helden kehren langsam in ihre Realität zurück. Jones und Omniversum Spider-Man sprachen nochmal über die Vergangenheit des I.O. und dass Sloan nicht immer so war. Jones fragte sich sogar, ob seine Familie ihn wiedererkennen könnte. Danach verabschiedeten sich alle voneinander und der Orden sagte wütend zu Wolverine, dass sie seine Realität aus Respekt zu ihrer toten Schwester meiden wird. Später einigten sich Iron Man und das Fundament, die Anzug Bros laut Iron Man, auf Unterstützung bei weiteren Notfällen. Am Ende des Comics
passiert jedoch etwas Unglaubliches, denn Genos Moleküle setzten sich während des Verstreuens im Omniversum von Realität 8992 bis 35 zusammen und bildeten ihn neu, wofür seine genetische Perfektion verantwortlich war. Geno lebte noch und das ist nicht das Ende. Er hat nur seinen Tod vorgetäuscht und Geno kehrt irgendwann mal zurück. Ich will hier nochmal anmerken, Freunde, dass aufgrund von ungenügender Kommunikation mit den Künstlern einige Dialoge, Momente oder Designs in diesem Comic fehlerhaft oder unvollständig sind von dem, was wir in-game gesehen haben, wobei auch möglicherweise die Comics wahrscheinlich halt vor Kollision fertiggestellt wurden. Und langsam kehren auch die Fortnite-Mers-Cosmetics zurück, bevor das neue beginnt, also das neue Event in diesem Jahr. Der Hintergrund, Freunde, ist wahrscheinlich der Hintergrund, den die für alle neuen Cosmetics und alten benutzen werden, also allgemein im Laufe des Fortnite-Mers-Events 2022. Geht mal zum Itemshop hin, dann werdet ihr auch einen eigenen Bereich dafür sehen. Zum Beispiel dieses Paket hier oder die Items hier, die wir schon letztes Jahr hatten. Ihr könnt mich gerne mit meinem Creator-Code LightSky10 unterstützen, falls ihr euch dazu entscheidet, irgendwas hier zu kaufen. Ansonsten, Freunde, würde ich mich über eure Meinung zu diesem Comic freuen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch die Geschichte gut rüberbringen. Es waren 5 Comics, eine schöne Reise und anscheinend wird es fortgesetzt wegen Dr. Doom und Geno. Aber mal schauen, was Epic Games noch vorhat. Wir müssen das Ganze im Auge behalten. Bis zum nächsten Mal und ciao.